Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight Trommelwirbel. Und diese Runde wird bestimmt richtig genial. Ich prophezeie es, da ich keine Werkzeugkiste oder irgendwas dabei habe. Nein, ich spiele einfach die Claudette mit meinen Perks und das reicht uns. Mehr brauchen wir nicht. Oh, die Nurse, die hatte ich lange nicht mehr. Guck mal, fangen wir einfach mal mit diesem Generator an. So, meine Haare nerven mich heute ein bisschen. Einen Moment bitte. Da hinten ist sie. Sie fallen mir immer sehr schön ins Gesicht heute. Gott, muss sie hier in der Nähe sein? Sie kann auch gerne weggehen. Oh Scheiße, sie hat mich nicht gesehen. Oh mein Gott. Sie hat mich. Oh, jetzt denkt sie bestimmt, das war's. Oh nein. Nee, sie hat ja auch nicht gesehen. Jetzt hat sie wahrscheinlich die Spuren gesehen. So, ich möchte eigentlich gerne weg. Ja, wobei, wir können auch hier bleiben, nicht wahr? Machen wir hier ein bisschen weiter. Ja, sie hat uns nicht gesehen. Fliegt sie dahin? Ja. Sie fliegt dahin. Oh, ich glaube. Kann es sein, dass sie zum ersten Mal mehr spielt? Ha, sage ich jetzt. Und dann bin ich wahrscheinlich die Erste, die hängt. Nein, wir hoffen es jetzt einfach nicht. Schauen wir mal. Also, ich kann ja gar nicht mehr spielen. Ich habe. Die nervt schon so ein bisschen, ne? Okay, sie hat irgendjemanden entdeckt. Ich kann immer sehr schön von mir ablenken. Finde ich klasse und ich tue dafür noch nicht mal was. Die anderen machen das alle für mich. Finde ich super. Habe ich gar keine Arbeit mit. Oh, verdammt. Das ist jetzt wirklich blöd gelaufen. Ja, noch ein bisschen was hier zu tun, ne? Schauen wir mal den hier an. So, da können wir uns eigentlich auch ganz gut verstecken. Da hinten wurde jemand gehittet. Der Grotz. Oh, wir haben Mr. Pink. Mr. Pink. Ach, tatsächlich, der hilft mir, ja? Das dachte ich doch, dass ich das höre. Mir hilft jemand, das ist klasse. Dann geht's schneller. Und ich hoffe, sie folgt mir, denn da hinten ist gleich der nächste Generator. Oh, ich glaube, es wird eine ziemlich zügige Runde. Wobei, ich möchte nicht voreilig sein. Es kann ja alles passieren hier, ne? Warte. Okay, sie ist dort. Das Ding ist, sie wird wahrscheinlich auch wieder zurückgehen, vermute ich mal. Nee, wir verstecken uns hier nicht. Ich gehe mal woanders hin. Ich glaube nämlich, also es wird mir hier, was heißt zu heiß, aber sie ist hier die ganze Zeit. Habe ich gerade keine Lust drauf. Jetzt geht sie wieder zum anderen Generator. Ist schon ein bisschen sehr offensichtlich, was sie hier macht. Kommt sie hin? Nein, sie kommt. Was macht die Lori da hinten? Chillt eine Runde. Nee, sie kommt jetzt auch. Oh Gott. Die hat aber auch sofort Schiss bekommen, wa?
direkt alles runterschmeißen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ich gehe mal dahin. Machen wir mal den hier. Oh, wird sie verfolgt? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie muss geheilt werden, oder? Oh, ich bin so ein Dussel. Oh Gott. Mal gucken, was passiert. Sieht sie mich hier? Nein, die sieht mich hier nicht. Gut, wird mir hier zu blöd. Ich gehe zum anderen Generator. Ich möchte in Ruhe einen Generator. Hier ist noch nichts gemacht, Madame. Gut, sie hat natürlich einen Vorteil, sie kann sehr schnell von einem Punkt zum anderen Punkt gelangen. Aber ich glaube, in diesem Spiel mache ich mich wirklich... Boah, ist das nervig. In diesem Spiel mache ich nicht wirklich Punkte, sondern, ja, ich mache halt die ganze Zeit Generatoren, ich heile keinen. Machen wir hier das Totem. Ein paar Punkte zu bekommen. Sucht sie mich jetzt hier? Oh mein Gott, gibt es hier nicht irgendwo noch einen Generator? Okay. Jetzt kann ich bestimmt diesen Generator weitermachen. Wäre auf jeden Fall sehr freundlich. So absolut gar nicht nervig. Teufel. Ich bin nicht die Erste, die hängt. Muss ins Haus, ich muss ins Haus. Da habe ich meine Ruhe. Oh, Taschenlampe. Geil! Ich heile mich mal eben. Oh Gott! Oh, Entschuldigung, meine Hand war gerade an meinem Kopf. Ey, hör auf zu bluten, Claudette. Wir kriegen das schnell gefixt. So, jetzt habe ich mir natürlich nicht gemerkt, wo die... Oh Gott, das ist unnötig. Scheiße. Jetzt habe ich mir natürlich nicht gemerkt, wo die Ausgänge sind. Macht man auch nicht. Sowas merkt man sich einfach nicht. Die eine haut schon ab. Denkt sich, nö. Keine Lust mehr auf dieses Spiel. Okay. So, wo war hier ein Ausgang? Na gut, die sind schon geöffnet. Ja, macht man nichts, nicht? Schmeißen wir mal was runter. Sie möchte auch. Das war süß. Süße, kommst du? Ich spiel mal ein bisschen mit ihr. Mal gucken, ob ich das kann. Nicht so gut, wie andere es vielleicht können. Ja, gut. Das war jetzt eine sehr kurze... Bisschen, ja, langweilig würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, ein bisschen eintönig. 15, Level 15.
Aber gut, es kann ja natürlich auch sein, dass er das erste Mal Nurse spielt. Wenn ich Nurse spiele, spiele ich noch viel schlimmer als er. Ich würde gar keinen bekommen. Ich würde die ganze Zeit... Nee, kriege ich gar nicht hin. Egal. Nicht schlimm. Mal einmal ganz kurz. Ich trage nämlich eine Brille. Also Kontaktlinsen, Brille, auf was ich halt Lust habe. Und jetzt momentan trage ich eine Brille. Und da bin ich mir gerade mit meinem Finger schön an die Brille gekommen, als ich mich am Kopf gekratzt habe. Weil ich schnell einen Fähigkeitscheck machen musste, beziehungsweise ausfüllen musste. Und ich dann nicht mehr meine Hand so gut kontrollieren konnte. Ja, man wird alt. So, was nehme ich mit? Nehme ich irgendwas mit? Eine Opfergabe würde ich gerne mitnehmen. Ja. Komm, nehmen wir mal das mit. Ist ja noch, glaube ich... Ups. Ist mich einmal gegen das Mikro geknallt. Ich meine, es ist noch bis zum... Wir haben heute... Ja, nee, wo beachtet, das ist schon längst vorbei. Ich glaube, es ist schon längst vorbei, die doppelten Punkte. Ah, müsste ich jetzt nochmal gucken. Weiß ich jetzt nicht. Egal, ich nehme es trotzdem mal mit. Ich möchte ja die Claudette eigentlich auch, wieder auf Level 1 bringen. Wobei, ich bin mir da noch nicht so sicher, denn ich habe das ja schon mit der Mac gemacht. Das fand ich auch ganz cool. Ich finde das mit der blutigen Kleidung sehr schön. Blutige Kleidung. Oh, richtig heiß. Die möchte ich gerne haben, auch auf Claudette, aber ich habe ein bisschen Angst, dass es unfassbar lange dauert, bis ich die Selbstfürsorge habe. Und ganz ehrlich, ich liebe die Selbstfürsorge. Das ist toll, toll. Da haben sich die Macher mal wirklich was einfallen lassen. Vor allem, wenn du dann alleine auf der Map bist, alle anderen sind tot, du stöhnst da und denkst du so, ja, jetzt ein Health Pack, oh. Okay, wir spielen vorsichtig. Wir spielen ganz vorsichtig. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau, wenn alle tot sind, du bist noch da, hast kein Health Pack, hast keine Selbstfürsorge und stöhnst da wie so eine Bescheuerte und lockst den Killer eigentlich nur damit an, kannst dich nirgendwo wirklich verstecken. Das ist echt eklig. Das macht keinen Spaß. Das hatte ich ganz am Anfang. Das macht keinen Spaß, nein. Ich hätte auch gerne den Perk... Wie heißt der denn nochmal? Dass du stehen bleiben kannst. Also wenn du stehen bleibst, dass du dann nicht mehr stöhnst. Dass man deine Schreie, dein Wimmern, so dein Wimmern, das Geschreie ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dein Wimmern, spürt man nicht mehr, hört man nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch ganz praktisch. Habe ich aber auch noch nicht bekommen. Das habe ich auch noch nicht bekommen. Und was ich auch noch sehr gerne mag, ist natürlich Vorwarnung. Das ist mein absolutes Lieblings-Perk. Also ich finde, damit kann ich am besten arbeiten. Ich weiß nicht, ich müsste es vielleicht nochmal probieren ohne, aber bis jetzt mag ich es doch ganz gerne mit. Und ich hoffe, der Killer hat jetzt hier nichts Schlimmes dabei. Mementori heißt das so. Okay, wir haben den Kettensägenmann. Den Billy. Komm, ist jetzt hier. Muss ich die Erste sein? Nein, muss ich nicht. Nichts passiert. Ich übertreibe gerade ein bisschen. So, machen wir mal hier den Generator. Der klingt doch besser. Hier kann ich auch besser wegrennen. Das heißt, ja, einfach ein bisschen mit ihm spielen. So. Anstatt im Feld. Im Feld gegen Billy ist bei mir immer so eine Glückssache. Mal läuft's gut. Meistens allerdings eher nicht. Deswegen ist doch hier so eine Ruine ganz praktisch. Okay, hier haben wir auch schon das Tor. Das kann ich mir niemals merken. Ich muss mir auch angewöhnen... Achso, ich dachte, der will jetzt hinkommen. Ich muss mir auch mal angewöhnen, dass ich mir, wenn alle Generatoren fertig sind, dass ich direkt schaue, wo sind die Ausgänge. Und dass ich mir das auch merke. Weil manchmal renne ich wirklich noch wie so eine Bescheuerte durch die Map und frage, ja, Ausgang, wo bist du? Kommst du mit? Sie kommt mit. Scheiße, Mann, der hat mich nicht gesehen. Der hat mich nicht gesehen.
Wie hat er mich denn nicht, wie hat er mich denn übersehen? Was zum Teufel? Wie konnte der mich denn übersehen? Was, wie geht das? Verstehe ich nicht. Okay, sie ist nicht tot. Ich dachte, sie würde jetzt sofort sterben. Ich rette sie. Achso, du möchtest weg? Ich glaube, wir hätten direkt unterm Haken stehen sollen. Fuck. Entschuldigung. Ich habe nach hinten... Was? Das machst du. Das warst du jetzt. Das war ich jetzt nicht. Das zweite Mal war ich jetzt nicht. Ich habe nach hinten geguckt. Das hätten wir schon geschafft. Das traut sie mich nicht mehr. Dann mach selbst. Ganz ehrlich, wir haben gerade zusammen Generator gemacht. Habe ich es einmal verkackt? Nein. Ja, egal. Soll sie es selbst machen? Ist mir nur Schnuppe. Du bist noch tot. Du bist noch angehaucht, ne? Dann lass mich das doch machen. Scherzkeks, ey. Was für eine Tante. Entschuldigung. Nein. Das war jetzt nicht. Immer wenn ich sowas sage, bitte nicht böse nehmen. Ja? Weil sowas meine ich nie böse. Wir auch nur die Punkte, ne? Kann das sein? Meine Fresse, ah. Kein Problem, Süße. Ich regel das schon mit dem Generator. Weißt du was? Kannst du mal anstatt jetzt einen Generator vielleicht machen oder dahin rennen und sie retten? Nö. Du machst einen Totem. Man hat ja sowieso nichts Besseres zu tun. Also ich habe nichts gegen Totems, mal auf keinen Fall, wirklich nicht. Mache ich ja auch. Aber wenn jemand hängt, ja, und der campt nicht, und das ist ja anscheinend kein Camper, dann kann man vielleicht auch hinrennen oder mir irgendwie beim Generator helfen, finde ich. Aber gut, ist meine Spielweise, ist jetzt anscheinend nicht ihre Spielweise. Ist an mir vorbei gerauscht. Die ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen punktegeil, die gute. Ich auch. Komm, den machen wir. Ich glaube, die Runde kriegen wir ganz gut hin. Es hängt jetzt keiner. Und dann komme ich mit zum Generator und mache den mit fertig. Aber ich leck ein bisschen. Ich weiß nicht warum, aber es hackt hier ein bisschen im Spiel. So, die liebe... Oh, immer wenn ich die Lori sehe, muss ich an Jasmin denken. Ich wünschte, ich würde das mit ihr zusammenspielen. Tschüss. Ich weiß nicht, das Ding ist... Ich kann mich hier nicht wirklich gut verstecken. Egal. Ich bin heute kein Schisser. Heute nicht. Und anscheinend kommt er auch gar nicht hin. Ja gut. Ne? Haben wir Glück gehabt, würde ich sagen. Ist hier ein Keller? Oh. Okay, das nehme ich mal mit. So. Also... Jetzt bitte nicht beschweren, also nicht wundern, wenn ich jetzt, also ich habe es gerade, ich habe mich ja beschwert, dass sie das Totem gemacht hat und sie hing da und ich habe einen Generator gemacht. Aber ich würde wirklich kein Totem machen oder eine Kiste machen, wenn da jemand hängt und du in dieser Zwischenzeit einen Generator machen kannst oder ein Totem machen kannst. Und jetzt labere ich wahrscheinlich den größten Müll, wahrscheinlich habe ich das schon mal gemacht. Dann verzeiht mir bitte. Also ich glaube, sie läuft eben von ihm weg. Kann das sein? Oder? Ja. Ich weiß nicht, spielt er ein bisschen oder was macht er? Keine Ahnung. Ich kann es echt nicht einschätzen. Ich weiß nicht, was er macht. Und es interessiert mich wirklich, was er für eine Opfergabe genommen hat. Weiß ich auch nicht. Ja. Wenn wir gleich... Ach, wenn das Spiel nicht einfriert...
Dann werden wir es sehen, nicht wahr? Oh, ich glaube, der wird sowieso gleich hinkommen. Also gehe ich sie retten. Oh Gott. Beziehungsweise ich gehe jetzt eben das Tor aufmachen. Scheiße, aber sie hat nicht mehr lang. Nee, dann gehe ich sie jetzt retten. Ja, anscheinend ist kein anderer auf diese Idee gekommen. Komm, komm, lass mich zuerst. Machen die anderen wenigstens das Tor auf? Jo. Der Gustav ist jetzt tot. Ah, scheiße. Kacke. Ah, doch nicht. Sie ist da noch. Okay. Jetzt ist sie tot. Soll ich dich heilen? Heilst dich selbst? Keine Ahnung. Tschüss, ne? Ah. Oh. Ei, und das Spiel. Hey, es ist nicht hängen geblieben. Ja, schade. Aber ich hatte schon die Vermutung, dass er in der Nähe war. Gut, was soll ich machen? Vielleicht hätte ich noch ein bisschen warten können. Was macht die andere? Farmt noch ein bisschen. Ja, dann muss man abwägen, ne? Wenn sie schon das zweite Mal hängt, was machst du dann? Machst du ein Tor auf oder gehst du sie retten? Dann gehst du sie natürlich retten. Finde ich. Also. Ja, okay. Also, so würde ich spielen. Aber gut. Andere dann nicht. Würde mich mal interessieren, was ihr machen würdet. Hättet ihr das auch so gemacht oder hättet ihr erst das Tor aufgemacht? Weil ich glaube, ich war wirklich die Einzige, die da hingegangen ist. Oh Gott. Wow, 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 wow. Ai. Ach, warte mal, wie ist sie gestorben? Ach, sie ist mit der einen Überlebenden zu töten bei der nächsten Runde. Ah, okay. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Sie hatte. Ach so. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Sie hatte natürlich, sie hatte einen anderen Totenkopf. Sie ist anders gestorben. Sie ist nicht durch den Haken gestorben. Ah, okay. Gut. Ist mir gar nicht auf. Hab ich gar nicht mitbekommen. Aber hey. Schaut mal, wir spielen gar nicht mehr mit 20, mit Rang 20, 19 oder 17, sondern es ändert sich langsam wieder. Das ist schön, das macht Spaß und ich freue mich, dass wir jetzt endlich mal nicht wirklich Killer hatten, die gut am Ende, ja, alle Generatoren waren gemacht. Er hatte noch kein, bisschen verständlich, okay, würde ich trotzdem nicht so machen, dass ich in der Nähe bleibe. Aber so die Spiele. Kein Camper. Hat mir echt gut gefallen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss!